Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS15 auf der OGF USA mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mich hier unterstützt. Ja, und ich bin gerade auf dem Weg hier von der BGA, mal wieder auf der falschen Seite rausgefahren, rüber zur Miller Farm. Mal blinken hier. Oh ja, das ist toll, ne? Ich kann blinken. Ich bin immer noch so froh, dass ich jetzt hier endlich mit dem Lenkrad spielen kann. Genau, aber davon abgesehen, ich bin hier gerade auf dem Weg zur Miller Farm, all dieweil ich jetzt den Strohwagen hole, damit wir das Stroh von dem Feld 20, glaube ich, ist es, holen können. Und dann fahren wir das kurz rein. Der große Traktor ist mit seiner Sämaschine inzwischen auf Feld 2 gelandet und sät da mal wieder Gerste an. Genau, und dann, wenn wir das Stroh haben, werden wir da, weiß ich noch nicht, was wir auf dem Feld anbauen, dann hoffen wir mal, dass die BGA bald ans Laufen kommt, damit wir wieder viel, viel Geld haben und dann mal in die, halt genug Geld haben für größere Maschinen zum Teil auch. Ich würde gerne den Mähdrescher irgendwann austauschen gegen einen richtig großen Fetten. Und natürlich wollen wir mal uns irgendwann um die Kartoffeln kümmern und dazu brauchen wir aber auch noch die Coleman, glaube ich, ist es die Coleman Farm. Ja, und dafür müssen wir noch ein bisschen arbeiten, weil durch den großen Traktor haben wir das ganze Geld ist einfach erstmal rausgeschmissen. Aber das passt schon. Okay, so. Jo, und dann gucken wir mal, dass der da hinten keinen Blödsinn baut. Und das Stroh, das kommt jetzt erst dann mal ins Futterlager. Weil da fällt mir nämlich auch noch ein, ich müsste ja auch noch die Mischstation leer machen, damit die wieder neu mischen kann. Die ist ja auch schon komplett voll. Eieieiei. Ja, wir haben es sehen. Jetzt tun wir erstmal ein bisschen Stroh holen, genau. Ja, und gestern, also heute ist ja Sonntag, deswegen gestern hat Deutschland ja erstmalig Italien in einem großen Turnier besiegt, das heißt der große Italienfluch, von dem keiner was hören wollte, braucht es auch keiner mehr was davon hören, weil der ist wohl endgültig ad acta gelegt. War ein tolles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir jetzt mal wieder angeguckt. Ja, bin jetzt nicht so der Fußballfan, muss ich es da gestehen, bin dann doch lieber hoppe ich einfach mal von meiner Kiste und spiele. Aber da musste ich dann doch mal reinschauen und mir dachte, ja, das letzte große Deutschlandspiel gegen Italien, an das ich mich erinnern kann, das war dann tatsächlich die WM 2006. Da war ich arbeitsmäßig gerade in Basel eingesetzt und da sind wir dann, die Kollegen und ich, extra nach Lörrach rübergefahren, nach Deutschland, weil wir gesagt haben, nee, die Basler, die waren damals alles so deutschfeindlich. Keine Ahnung wieso. Also, aber das hat auf jeden Fall nicht so Spaß gemacht, da die Spiele zu gucken. Wir haben uns gesagt, naja, für das waren das damals Halbfinale, genau, da haben wir gegen Italien verloren, dass wir den dritten Platz machen konnten. Und das war eine Stimmung da drüben, ich sag's euch, also das hat schon auch Spaß gemacht. So ein Public Viewing draußen mit den Kollegen. Und friedlich ist es abgegangen, keine Schlägereien, nichts. Das war toll. Also das war, sowas hat Spaß gemacht. Public Viewing ist sowieso dann was anderes als so allein vom Fernseher hocken, finde ich. Da macht es dann das Gucken auch wieder mehr Spaß. Ja, und die anderen großen Public Viewings, das war dann die letzte EM, was war das, 2008, da in Österreich-Schweiz. Da war in Zürich, oh Gott, da war es ja meistens so kalt, dass es nicht schön war und regnerisch und so. Es hat also nicht wirklich Spaß gemacht. Und dann musste ich weiß gar nicht, wer hat denn da gespielt, die Türkei gegen, ich weiß es nicht mehr, da in Wien, wo das Riesengewitter war, da durfte ich gerade von Zürich nach Wien fliegen. Leute,
das war auch ein Spaß. Ich sag's euch, das war ein Spaß. Wir sind da so im Flieger nach Richtung Wien. Ich habe gedacht, na, kannst du es wahrscheinlich gegen Deutschland gewesen sein, Türkei, Deutschland. Ich weiß es echt nicht mehr, ist ja auch egal. Dann geht es auch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ach, kommst du locker fröhlich da an, kannst die zweite Halbzeit noch gucken im Hotel. Ja, Pustekuchen, dann war das schwere Gewitter. Dann hat unser Pilot gesagt, nee, wir landen lieber mal in Bratislava. All die Weile, bis wir dann drankommen, müssen wir da eh landen, weil uns Benzin ausgeht. Und dann standen wir da in Bratislava und standen da und dann kam ein Gewitter und dann kam der Tankwagen und dann hat er nicht getankt, weil das nächste Gewitter kam. Wir durften zumindest unsere Handys anschalten und ein bisschen Internet mitkriegen, wie das Spiel läuft. Ja, war nicht schön. Und dann durften wir endlich wieder losfliegen. Das war der, weiß gar nicht mehr, was das für ein Tag war, Mittwoch oder so, oder Dienstag, ist ja auch egal. Da wo den ZDF sich dann bösartigerweise den Stream von den Schweizern weggeklaut hat, so klaut, weil die Österreicher, denen ist alles ausgefallen wegen dem Gewitter da über Wien. Ja, und dann kam ich dann endlich an in Wien, also von Bratislava nach Wien rüber. Es war das erste Mal, dass ich wirklich schon fast Angst bekommen habe im Flugzeug. Das war dann nicht so toll. Wir hatten ja keine hohe Höhe mehr. Das Wetter war alles andere als gut, immer noch nicht. Und der Ding ist rumgesprungen, der Flieger. Und ich gedacht habe so, also normal stört mich sowas nicht. Aber da habe ich mir gedacht, für die Sparigankern, die du da gerade machst, bist du mir vorher bis jetzt nah am Boden, diese Rumhüpferei. Ich sehe den Boden auf mich zukommen, dann ist er wieder weg und so. War nicht toll. Nein, war nicht toll, aber egal. Ich habe es überlebt, der Flieger auch. Und dann kam der lustige Taxifahrer. Ich hatte natürlich Schweizer Franken in der Tasche, keine Euros. Und wollte dann mit Kreditkarte zahlen. Sagst du, ja, ich würde gerne mit Kreditkarte zahlen. Sagt er, Gehirns haben es nicht gesehen, was das für ein Wetter war. Da funktioniert doch wahrscheinlich sowieso gar kein Automat, nicht gescheit. Und die ganze Funkverbindung geht nicht und so. Und da können sie doch nicht mit Kreditkarten zahlen. Da müssen sie auf, zahlen doch da bitte schön mit Bar. Dann habe ich gesagt, hey, ich habe Bar, aber nur Schweizer Franken, wo man die nimmt. Gehirns, wir sind doch in Österreich, dann nimmt man doch keine Schweizer Franken mit, da hat man doch Euros. Sag ich, ja, aber ich komme ja aus der Schweiz und habe deswegen keine und ich wollte am Geldautomaten dann welche holen. Ihr könnt mich auch zum Geldautomaten fahren und mich dann da rauslassen, kurz, dass ich das Geld hole. Geh, haben Sie nicht gesehen, was das für ein Wetter war? Da ist doch sowieso das ganze Zeug, das funktioniert doch alles nicht richtig und so. Und jetzt geht doch alles nicht, das haben sie doch keine Euros dabei oder was, dann soll ich das überhaupt fahren? Dann sage ich mal, komm bitte schön, also es war ja eigentlich schon fast auf dem Weg. Der war nur am Rummotzen, die ganze Zeit nur am Rummotzen. Der war schon, der dachte so, hey, es ist halb zwei auf Nacht oder zwei. Ich bin mit dem letzten Flieger noch so reingekommen und ich will ins Bett. Und dann muss ich mir hier deine Tiraden doch nicht anhören. Aber der hat nicht mehr aufgehört. Naja, aber das war schon irgendwie ganz lustig, so im allgemeinen Sinn. Normal mag ich die Österreicher wirklich gern, bis auf den einen Taxifahrer. Der hat da auf kurz Quad, oder? Habt ihr schon richtig gesehen, oder? Habe ich das irgendwie? Ja, warte. Ich glaube schon. Ja, aber wie gesagt, bis auf den einen Taxifahrer war das eigentlich alles ganz easy. Man kann unheimlich gut lecker essen da in Wien und man durfte damals noch überall rauchen. In den Kneipen, was man ja weiß nicht, ob es heute noch geht. Aber es war schon schön. Ja, die Zeit in Zürich, die fand ich auch immer ganz toll. Zürich ist so eine geile Stadt, mit dem See dran und so. Also da war ich gern, 6 Jahre lang habe ich da gearbeitet. Man kann auch ein bisschen Schweizerdeutsch, aber die Schweizer hören das doch gerne, wenn man Schweizerdeutsch spricht. Die fühlen sich da immer so veräppelt. Dabei ist es gar keine Veräppelung, sondern Hochachtung, Leute. Ich spiele ja hier auch ein Schweizer Spiel, oder? Eben. Ah ne, halt, da müssen wir noch ein Stück vorwärts fahren. So. Ja, sieht's mal da mit Lenkrad. Geht es viel, viel einfacher als mit Tastatur. Vor allen Dingen, weil man langsamer rückwärts fahren kann. Aber wir können schon ausladen, gut. Ja, das war
schon schön. Ich spiele zwei Schweizer Spiele auf meinem Kanal, fällt mir gerade auf. Train FIFA ist ja auch ein Schweizer Spiel. Und hier der Landwirtschaftssimulator. Das ist schon, ja. Ja, wie gesagt, ich mag die Schweizer, ich mag die Österreicher, ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich war früher immer auf dem, unheimlich gern auf dem Bauernhof in Österreich. Der war viel, viel netter, als wir waren einmal auf dem Bauernhof im Bayerischen Wald. Da durftest du nicht mehr auf den Traktor mitfahren als Kind. Weil der Angst hat, du durftest auch nicht in den Kuhstall gehen. Ich habe keine Ahnung, was mit den Typen los war, aber das war kein Spaß für Kinder. Das ist kein Urlaub auf dem Bauernhof. Wenn man nicht zumindest ein bisschen, zumindest zu die Kühe darf oder überhaupt in die Ställe. Wir wollten ja da keinen Blödsinn machen, wir wollten nur noch die Viecher streicheln. Na, der hat uns da nicht leih lassen. Aber was soll's. Das war auch das letzte Mal, dass wir dann auf einen deutschen Bauernhof im Ferien auf dem Bauernhof gemacht haben. Wir sind dann nur noch ins Texingtal. Irgendwie verschiebt zwar ab und zu die Kamera, habe ich das Gefühl. Ja. Und da im Texingtal auf dem Bauernhof, das war cool. Wie gesagt, da habe ich ja schon mal erzählt, vor ein paar Folgen, da habe ich auch das Traktorfahren gelernt. Hier mit Mähen, also da noch das halt der Mähbalken an der Seite von dem 45er Steirer. Und dann so ein alter Ladewagen, keine Ahnung was, ein Pöttinger, ein Krone, ist eigentlich auch egal. Mit dem durfte ich dann fahren und was denn noch? Ja klar, Zettern, Schwaden, alles das. Kühe treiben, überall mitgemacht, da war schon die Action voll im Gange. Was macht eigentlich der Kollege da hinten? Der macht gar nichts, habe ich so das Gefühl. Wollen wir mal schnell schauen, was der treibt. Wo ist er denn? Aha. Der hat sich da verfahren. Wieso eigentlich? Nach dem Motor hat er auch was gemacht, der Kaschball. Ich habe das bei auf Runddingens gemacht, damit du hier Runddingens fährst. Und was macht er? Blödsinn. Keine Ahnung, was es der da für Problem gehabt hat. Schaut doch gut aus eigentlich. Das Ding ist auf der richtigen Seite. Ja. Ah, wird schon, findet er schon, kommt schon rein. Das müssen wir dann eh nacharbeiten, aber das ist ein nettes Thema, machen wir doch gerne. Ich glaube, ich sollte mal in die andere Richtung hüpfen. Ist. Oh. Drive Control. Nein. Autotraktor. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Der macht es gerade hier. Jetzt gehen die FPS gerade einmal kurz in den Keller. Naja. Autotraktor hat manchmal so das Ding. So, wo ist denn die Spur? Da geht's weiter. So, geht da unten, damit ich schon wieder unten lassen. Okay. Ja, es hat mich der mit dem Drive-Control, nein, nicht Drive-Control, der Autotraktor ist voll rausgepackt, das weiß nicht einmal, wo ich gerade war beim Verzählen. Naja, Mai. Ach, was anderes könnte ich noch, na, das erzähle ich dann in der nächsten Folge, genau, ein bisschen die Spannung aufbauen. Wenn ich es bis dahin nicht vergesse, weil es lohnt sich ja für die Folge schon fast nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ich werde das Feld da hinten noch weiter säen lassen und fertig machen. Hier auf jeden Fall das Stroh einfahren und dann schauen wir mal, ob es dahin dann, also wenn das Feld fertig gesät ist, hinten dann die Zeit kurz vorlaufen lassen, dass es den nächsten Tag gibt. Und dann schauen wir mal, ob die BGA soweit ist, dass du uns wieder Kohle reinschaufeln kann. Voll automatisiert mit unserem Hoftraktor, dem Puma. Und dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Eine New Holland, Gabel, na, Frontlader gibt Teil an einem roten, ein blaues New Holland an einem roten Case. Könnte interessant sein.
Auf jeden Fall werden wir uns da keine neue kaufen, erst einmal, weil die tut es hoffentlich. Sollte eigentlich hinpassen, das ist ja alles Standard. Dann haben wir halt einen blauen Frontlader dran am roten Traktor. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Genau. Okidoki, dann das. Uah. Ja, Gott. Okay. Ich sehe zwar, kann auf dem Lenkrad noch Blödsinn fahren. Ich kann das auf jeden Fall. Alles klar. Ja, dann hoffe ich, hat es dir gefallen. Wenn ja, wäre schön, wenn du mich beim nächsten Mal wieder begleiten würdest. Ansonsten lass mir doch bitte gerne einen Kommentar da, einen Daumen, ein Abo, falls nicht geschehen. Und ja, dann werde ich mich jetzt von dir verabschieden und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und servus.